Adel Schäfer, Stadtbrandinspektor der Feuerwehr der Stadt Alz. Wir sind alarmiert worden zu einer Rauchentwicklung aus einem Imbissgebäude, Kneipengebäude. Als wir ankamen, hatten wir eine massive dunkle Rauchentwicklung aus dem Dachbereich und aus den Fenstern des Gebäudes. Und nachdem wir uns gewaltsam Zutritt verschafft haben, was nicht ganz so einfach war, haben wir ein Feuer im hinteren Bereich des Gebäudes vorgefunden. Der Zugriff ist natürlich, es will keiner, dass in das Gebäude unbefugt eingetreten wird. Da denkt auch keiner an die Feuerwehr, ist ja auch richtig so. Und dann war die Tür entsprechend und die Fenster entsprechend mit Gitter gesichert. Und da mussten wir, die Tür hatte sich etwas gewehrt, aber wir kamen natürlich rein. Aktuell keinen. Wir hatten Feuer im Bereich einer Ecke. Was wir jetzt als Schwierigkeit haben, ist es in die Dachkonstruktion dieses Bungalow-Gebäudes eingedrungen. Aktuell das Problem, einfach die ganzen Ecken aufzubekommen und die Glutnester und die Hitze aus dem Dachbereich rauszubekommen. Könnt ihr schon sagen, wie es vielleicht entstanden ist? Können wir aktuell nichts zu sagen. Wir wissen, dass es in einem einzelnen Raum entstanden ist. Zur genauen Entstehungsursache können wir aktuell noch nichts sagen. Wir sind mit 20 Leuten und 4 Fahrzeugen vor Ort. Keine Verletzte, war ja zum Glück keiner im Gebäude drin, bei uns auch keine Verletzte. Einzige Besonderheit noch, während unseres Einsatzes musste unsere Drehleiter zu einem anderen Einsatz und die musste zwischendurch noch abgebaut werden und zur überörtlichen Hilfe in eine andere Gemeinde geschickt worden.